Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sonntagsfahrer. Wir befinden uns hier im Bus-Simulator 18. Wir, das sind ich, Francesco und sein, ach, sein Spinner. Gott. Das bin ich und Lavan. Oh mein Gott. Ja. Und man sieht, wir spielen jetzt mal ein anderes Spiel. Genau, wir spielen Bus-Simulator 18 das erste Mal. Endlich. Übrigens, wenn du rechts blinkst, bekommt man Pluspunkte. Und wenn du links blinkst beim Abfahren der Bushaltestelle, dann auch Pluspunkte. Ja, ich habe erstmal nicht geblinkt, ich habe erstmal meine Tür geöffnet. Das mitten auf der Straße ist auch gut. Wie blinkt man denn gleich nochmal? bei mir ist es E. Ach, und E Q. Und E und Q, genau sowas. Danke, habe ich. Hier, ja, es ist ein bisschen neues Spiel. Aber wir machen wieder dasselbe Prinzip. Wir fahren uns nämlich entgegen. Na klar. Wir fahren, wie gesagt, diesmal bitte. Bus. Aber wir fahren dieselbe Strecke, nur ich halt umgekehrt. Genau. Sprich, ich fahre hier lang und Lava gucken wir dieselbe Strecke entgegen. Jetzt muss ich auch noch Fahrkarten verkaufen. Ein? Ach echt, ich musste keine. Übrigens, es gibt auch Schwarzfahren. Warum sagt auch diese Frau, oh mein Bauch, muss einen Krankenwagen rufen? Was? Die hat gesagt, oh mein Bauch. Ich dachte jetzt, kann er sein? Drucken. Wechselgeld. Muss ich Wechselgeld noch ausgeben? Wenn die nicht richtig gezahlt haben, dann ja. Ein Senioro-Fahreinzelgeld? Ja, wo der hat mir gar kein Geld hingelegt, die Olle. Versteh's nicht. Ja, du musst, also wenn da jetzt, was ich steht, Rückgeld. Also, bei mir steht, ich habe Senior gedrückt, 1. Drucken. Da müsste die doch mir eigentlich noch Geld geben. Was kriegt die denn jetzt noch zurück? Also hier steht erhalten 0, Zurückgeld 0, Wechselgeld 0. Dann ist das vielleicht ein Tagesticket oder ein Wochenticket und kein Einzelticket? Woche. Dann. Okay. Ich will eine Woche fahren. Wochenferien gibt's das nicht. Erhalten 24 Euro, kriegst du noch 1 Euro zurück. Bitte. Kriegst du noch 1 Euro zurück. Okay. Ach, ich wollte nicht. Wie komme ich denn aus diesen Kartenansicht eigentlich ab? So, genau, okay, gut. Dann kann ich ja weiterfahren, sehr gut. Ich muss, wie gesagt, einmal Busfahrer, ich bin normalerweise Zugfahrer. Wenn überhaupt, obwohl ich ja jetzt nicht mehr so viel Train Simulator fahren möchte. Also du hast jetzt den ersten Halt, hast du jetzt hinter dir, oder wie? Ich habe jetzt den ersten Halt hinter mir. Dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal hier gemeinsam los, so gesehen. Ach, ich bin schon losgefahren. Ja gut, ist ja kein Problem. Muss ja Fahrplan erhalten. Also wir haben jetzt kurz vor der ersten Haltestelle einfach einen Schnellstart gemacht, das heißt, wir sind da kurz vor gespawnt. Genau. Ach, die labern ja auch zu die ganze Zeit. Ja. Okay, sehr schön. Die ist übrigens gestern an einer rosa Kuh vorhergekommen, die Oma. Wo ist denn die Ampel? Da ist die Ampel. So. Gott, ich hab. Gott, das ist ja. Mal gucken, ob wir uns begegnen. Shampoo gekauft. Vermutlich so mitten auf dem Weg, schätze ich mal. Oh, hätte ich da blinken müssen? Glaube ja. Wie gesagt, nicht vergessen, Z wegen Tempomat und so weiter. Ach ja. Habe ich nicht ge... Ich habe doch ge... Ja, mein Blick hat sich eingeschaltet. Entschuldigung. Ich bin immer pünktlich, meine nette Dame. Nette Oma. Gertrude heißt die jetzt von mir. Es gibt doch bei Omsi immer so einen Typen, die nennen die alle Manfred? Ja, genau. Ich habe mal teilweise Omsi-Let's Plays gesehen. Ach, und Anzahl? Standardanzahl. Jetzt lebt es sich hier gleich viel. Warum wollen die alle Wochentickets? Wenn du Zeit hast, kann ich bitte eine Fahrkarte dann haben? Kannst du, also wenn du siehst ja unten, hast du ja die Karte, da siehst du ja, wie schnell du fährst und wie die Zeit ist. Ja? Wenn du genügend Zeit hast, dann kannst du immer ich noch denke, mal gucken. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Alle Tickets haben oder was? Ob alle Tickets haben, ja. Dann steigst du mit C so gesehen aus und gehst dann durch den Bus durch. Ist ja nicht meine Aufgabe, ich bin der Busfahrer und nicht Kontrolleur. Aber gut. Okay, das sind glaube ich kaum welche eingestiegen, aber egal. Ach, ich bin ja nicht so streng. Fahrt schwarz. Nein, natürlich nicht schwarz fahren. Das ist eine Straftat. Übrigens, bei mir ruckelt alles ein bisschen, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir einen Multiplayer-Server haben. Die Autos ruckeln manchmal ein bisschen. Echt, okay. Oder sie sind halt, kann auch ein Fahranfänger sein, ich war mir gar nicht sicher. Also vielleicht war es auch einfach noch einer, der das den Gang reingekriegt hat. Kann natürlich auch immer mit liegen, das macht irgendwie ein bisschen Mucken. Also bei mir läuft es rund, vermute ich dann eher daran. Weil der Upload ist halt nicht viel, der da irgendwie gefordert wird. Ich glaube, da mit Discord noch dazu, es sind bis halt nur 230, oh Gott, Upload.
Also KBPS. Muss ich die Zeit für Kugelschicht kriegen? Ach hier. Unten links, genau. 48, nur 47. Also, ja, also, Vollgas. Ach ja. Ist, quasi, ne, wenn du quasi von der Haltestelle losgefahren bist, dann ist das so gesehen selbstverständlich, falsch Richtung geguckt. Oh Gott! Das war ein Unfall. Oh. Ich bin gerade irgendwo durchgefahren, aber hast du gerade beschwert? Nein, ich wollte nicht das, ich wollte rückwärts. Das ist mein Motto. Die Frau gefällt mir diese Party. Ich hatte gerade gesagt, sie hat vergessen fürs Armbrot eingekauft zu kaufen. Und dann gibt's halt Pizza. Ja. Das ist meine Methode. Also, öfter mal. So. Gestern war super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Nacht im alten See gemacht. Ach, du Glücksspiel. Okay, was kriegen sie denn zurück? Auch mit Euro 80. 50, 80, haben wir jetzt erzählt. 1, 50, 60, 70, 80. Hä? Ach, der hat, Wechselgeld? Ja, er kriegt doch gar kein Wechselgeld. Ich hab mich wieder verklickt. Also, nochmal. Tag, Senior, Anzahl 1. Ist doch richtig. Drucken. Jetzt. Ach, sehr gut. Alte Leute zahlen halt auch passend. Das ist sehr gut. So, jetzt muss ich doch irgendwie... Oh Gott, was liegt das denn jetzt hier so? Holy shit. Leckst du? Ach, jetzt habe ich die Tür aufgeöffnet. Ich wollte das Blinker entscheiden. Der lässt mich sogar raus. Guck mal, die sind ja... Halt mich in die Verkehrsregel. Gibt es eine offizielle Verkehrsregel, dass man Bus, die blicken müssen, rauslaufen muss? Glaub nicht. Die halt automatisch an. Ja, aber in Realität gibt es, glaube ich, da keine Regel, oder? Danke. Ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Nicht, dass ich wüsste. So ein Idiot, der vergisst, dass er abbiegen muss und einfach über eine Spur crossed. Wobei, ich glaube... Ich brauche einige Fahrkarten. Ich meine schon, bitte. Oder nicht? Das also, habe ich auch, wenn das, meine ich auch in der Fahrschule gelernt zu haben. Wenn das einspurig so gesehen ist, dann ja. Wenn das zweispurig ist, dann halt nur die Spur, die halt so gesehen, ne? Muss die ich halt, halten? Die halt gefährdet werden, in Anführungszeichen. Da hinten muss ich halten. Wo muss ich denn? Ich hoffe, ich habe keine Haltestelle ausgelassen. Was? Aber ach so. Hier ist die Fahrkarte. Ach, hier haben wir ja noch Vorfahrt gewähren. Hier, bitte. Na klar. Ich kann sein, wenn ich alles ausgelassen habe, aber wenn dann. Sie haben meine. Was? Haben dort halt recht. Ach so, ich komme das hier nur 2 Meter, müsste halt laufen. Also, unter Umständen habe ich etwas bescheiden angehalten. Komm vor. Ich sag mal, mein Gelenk. Der ist vorne, ne? Der wartet da. Vielen Dank. Was ist jetzt schon wieder los? Gelenk ist halt ein bisschen. Oh, Rad hat den Randstein, komm. Scheiß drauf. So schlimm war es jetzt auch nicht. Also ich habe nichts gespürt. Ich darf auch nicht mehr als 50, ne? Vermutlich. Nee, in den Städten nicht mehr als 50. Also in der Stadt nicht mehr als 50. Wie machen die den Tempomat gleich mal rein? Z. Ah, okay. Z für Tempomat. Und dann kannst du nur 50 fahren höchstens, ne? Dann fährst du halt die Geschwindigkeit, die zugelassen ist, so gesehen. Mir alle vor hier. Das ist die höflichste Stadt der Welt. Was hast du denn schon wieder? Ja, ich biege mal ein bisschen knapp ab. Ich fahre mal so ein bisschen Randstein, nehme ich mal mit. Wieso? Eigentlich fahre ich ETS 2, oder? Schafft man das noch? Ist das hier nicht? Was? Ich habe kein Haltestellensymbol hier. Ach, den hier steigen aus. Gut, ich dachte gerade, ist richtig. Aber irgendwie war da kein so eine Parkfläche. Natürlich die Dame. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Senior. Winter der Leidenschaft zu gucken. Senior. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Ich hatte die Karte an der Seniorenkarte. Oh, die Zeit war mit dem 5er. Sag mal, ich dachte, alte Leute können immer zählen. Ich muss halt schon sagen, dass das echte. Die Gelenkbusse sind schon etwas wackeliger zu fahren. Standard. Die hätte gern, was wollen sie zurück? 20 Cent? Ja, kriegen sie. Wechselgeld? 20. Ach, hä, warum steht denn da 20 Cent? Ich bin doof, ich habe 20 Cent gelesen, das ist jetzt mit Wechselgeld. Aber dann noch 4 Euro. Jetzt, ne? Hä? Habe ich mir zurückgegeben? Kann ich das sogar sehen, was ich gerade zurückgegeben habe? Danke. Ich setze nochmal zurück. Kann gut sein.
Ich setze sogar zurück. Ich bin jetzt durcheinander. Wie, die was? Die braucht ein Tages... Ach so. Woche. Ach, die braucht eine Woche. Warum brauchst du denn eine Woche, Student? 24, 1 Euro kriegst du zurück. Oh, na klar. Sie haben meine Fahrkarte. Klar. Und dann hier los. Klar. Auch mal das hier. Alter, die Sonne blendet so ein bisschen bei mir im Spiegel, aber zum Glück nur ganz leicht. Dann drücke ich das Kraftpedal mal durch. Ich kann ja nicht mehr als 50 fahren. Muss ich jetzt lang hier vorne? Ist das eine Kurve? Ja, ist schon eine Kurve, ne? Ja, ist das eine Kurve? Naja, eigentlich folgst du der Straße, dann blinkst du eigentlich. Aber ich hätte jetzt so meinen Blinker eingeschaltet, weil du ja schon ein bisschen abbiegst in dem Sinn. Und du statt zu erkennen, was willst du denn schon wieder? Ach, Haltewunsch ist das, glaube ich. Warte mal. Gibt's eigentlich auch irgendwann mal zu doll bremst? Anscheinend nicht. 1 Kilometer bist du noch entfernt. Ja, sag mal, Kollege, du kannst doch mit mehr als 1 km/h. Kann ich nämlich sogar noch die Grünphase dahinter kriegen. Ja, die KI ist manchmal. Wie soll ich sagen? Ich brauche eine Fahrkarte. War das ein paar Bremsklötze. Ja. Danke. So, perfektes Timing, perfekter Haltesprit. Habe ich drauf oder habe ich drauf? Ich habe doch 54 Sekunden Zeit. Da kann ich halt auch aussteigen. Ich will nicht das mal gucken. Also mahnt halt ja, wenn du da halt stehst so und noch da zu sehen, eine positive Zahl ist, ich meine, läuft, dann muss man noch warten, bis man wieder los kann. Echt? Ich fahre dann immer los. Aber die machen in Realität fahren auch alle Busfahrer dann los. Aber gibt's denn nicht Minuspunkte? Glaube nicht. Also in Realität baut in Halle fahren dann alle los. 30 Sekunden habe ich noch, stell mal kurz aus. Ja, aber die Leute, die wollen doch die Möglichkeit, da einzusteigen. Also, auch wenn sie nicht einsteigen tun. Das ist gut oder schlecht? Was hast du gesagt? Ich hab nicht zugehört. Aber die Leute sollen noch die Möglichkeit haben, einzusteigen. Auch wenn sie es hier im Game wahrscheinlich nicht tun, aber in der Realität und ja. Nur 0,4 Kilometer, wir kommen uns gleich entgegen. Wie geht man Navi quasi nicht weiter? Quasi ein Katzensprung. Wie geht man Navi nicht weiter? Warum auch immer. Ja, Ampel? Ne. Ach, ich muss hier abbiegen. Ah, hi! Hi. Nächster Halt, Kathedrale. Stadtzentrum. So. Dann einmal einsteigen. Hast du noch Zeit für einen Kaffee? Ich habe 24 Sekunden. Soll ich schnell rüberrennen? Nee, ich muss hier, ich muss Tickets verkaufen. Ich auch. Die alle wählen ein Ticket. So, Student, Anzahl 1. Danke. Dauerwoche, ich habe schon wieder ein Tagesticket verkauft. Was wollt ihr alle mit ihren Wochentickets? Kauft doch ein Tagesticket. Gut, Geld. Ich brauche eine Fahrkarte. Kriegt die Stadt mehr also ein. Also auch wenn es uns nicht zu interessieren hat, dass es Geld gibt, aber... So, natürlich, Einzelstudent Anzahl. Student. Ist mir eine Tür blockiert, ernsthaft? Und dann kriegst du noch zurück 23. Och, 2 auch noch. So, Standard. Wechselgeld 20 Cent. Und. Ach, das ist immer ein Fehler. Hä? Hab ich schon wieder was falsch gemacht? 2 Wochentickets brauche. Ja, sag das doch. Oh, das gibt Geld, das gibt. Morgen gibt's Fleisch, 56 Euro. So. Jetzt gehört dir die Firma. Cash, Cash, Cash. Was? Jetzt gehört dir die Firma, ja. Eine Fahrkarte bitte. Die warten wieder alle freundlich. Eine Fahrkarte. Ich brauche eine Fahrkarte. Fahrkarte. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Oh Gott. Fahr, es ist grün! Gibt's doch nicht, wer fährt hier nicht? Willst du mich verarschen? Dann fahr ich halt raus. Ich hoffe, ich treffe den. Oh, jetzt fährt er! Fick dich einfach. Verkehre bitte mit dir selber.
Die habe ich den jetzt. Sag mal, was habe ich? Habe ich den Typen jetzt gerammt? Ja, der hat es aber auch nicht anders verdient, der ist die Lust. Oh, jetzt habe ich die Gegenlandiade gefahren. Wow. Tja. Ich habe ja auch schon Schaden, Strafe zahlen müssen oder Reparatur von 600 Euro. Ich ja auch 500 oder so gerade. Aber das ist ja egal, denn es ist ja zumindest experimentell gerade ohne Geld. Ja, also wie gesagt, wenn euch das Spiel echt gut gefällt und ihr sagt, ach, das will ich öfter sehen mit euch beiden, also mit uns beiden. Ist hier eine Ampel? Dann könnt ihr gerne das in die Kommentare schreiben, dann machen wir nämlich vielleicht sogar nochmal ein wirtschaftliches Spiel, wenn es irgendwie geht. Wo wir dann auch vernünftig machen müssen. Ach, jetzt habe ich schon wieder die Türen geöffnet. Ich wollte nicht die Türen öffnen. Ich öffne öfter mal, dass ich die Türen öffne, anstatt zu blinken. Das ist doch immer nett. Dann stehe ich mitten auf der Straße. Sehr köstlich, danke. Oh, jetzt bin ich zu spät. Das erste Mal. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Also diese vor allem diese mit den Fahrkartenzahlen, ne? Okay, ich soll nur eine nehmen. Mit den Fahrkartenzahlen, das ist irgendwie... Was mir gerade auffällt, ich glaube, ich mache nie die hintere Tür auf, aber der Bus ist so kurz, da kann man auch kurz nach vorne durchlaufen. Was wolltest du sagen? Ich habe dich unterbrochen. Mit Numpad 6 öffnest du alle Türen. Okay. Das mit, wenn man Zeitdruck hat, sind die Tickets ausstellen immer besonders schön, weil sie so stressig sind. Ich stehe jetzt an der Ampel. Die gleiche wird. Gott, ich muss das gleich direkt links drüber. Oh Gott. Und der Schaf, ich bin vorhin auch einmal quer über die Straße, weil ich auf falsche Spur stand. Kommt alles vor. Nichts passiert. Ja, solange nichts passiert ist. So, voll gut. Es gibt Vollstuf. So, dann einmal bitte. Ach ja. Ich muss zwar komplett links rüber. Heute gibt's Fisch. Zwei auch noch aufmachen. So. Kommt nichts von dort. Ich glaube, wir haben eine Marienkäferplage im Bus. Die erzählen die ganze Zeit was von Marienkäfer. So. Tag. Seniortag. 1. Oh Gott, diese KI. Ach, der zahlt sogar. Sag ich denn. Die Opas zahlen immer alle passen. Ja, das denkst auch nur du. Manchmal kommst du auch mit Scheinen und Wählen vor dir herum. Eine Fahrkarte, Standardwoche. Wohin? Da hätten sie ganz zwei. Nicht heute nicht nach Arbeiten. Das ist mein. Muss ja so ein Dings aufstellen, so ein für Busfahrer, so ein wie beim Friseur, so eine kleine Kasse. Wir wechseln jetzt hier rein. Oh. Muss auch eine Familie annähern. Habe ich rüber? Ja. Du meinst so einen auf Dings, einen auf. Wie heißt das Spiel nochmal? Planet Zoo? Mit so einer Donation Box. Du blinkst beim gerade ausfahren. Ja, ich blinke schon für die Kreuzung. Ich kann ja auch ein paar Minuten zu viel früh blinken. Ich muss aber gucken, was die Ampel sagt. Ich gucke gerade gar nicht auf die Ampel. Wenn er fährt, dann habe ich auch grün. Oh, das war vielleicht ein bisschen. Oh. Bin ich doch außerhalb des Ortes, jetzt kann ich auch Vollgas geben. Ich brauche eine Fahrkarte. Glaube ich. Ein Teil der Fahrkarte Senior. 70, da vorne sind 70. Sehr gut. Gib Fußstuf. Eine Fahrkarte, bitte. Achso, ich habe ein Schlagloch. Ja, gut. Ich fahre so, wie ich früher die Busfahrer teilweise aus meiner Heimat kenne. Ende da. Ach, schon wieder ein Schlagloch. Jetzt haben wir mal Zeit, hier zu gucken. Hier, bitte. Hier, bitte. Na klar, hier. Ach, Rollstuhlfahrer. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Bevor du die Türen aufmachst, mit Mountie. G die Rampe ausfahren. Na klar. Na klar. Mit G. Natürlich. Wie? Die Rampe kann nur benutzt werden, wenn die Tür geschlossen ist. Hä? Ja, die Tür muss. Okay. Tür schließen und jetzt G drücken. Ich dachte, genau, ich hätte halten. Wenn die Feststellbaren desaktiviert ist, wie mache ich die denn? Leertaste? P. Ah, diese Rollstuhlfahrer. So, jetzt ist offen. Kann er jetzt rein?
Tür kann aufgreifen, wenn die Rampe voll ausgefahren oder eingezogen ist. Kann ich das auch irgendwo sehen, wann die voll ausgefahren ist? Mit F2 siehst du das. Da hast du so eine quasi so eine Vogelperspektive auf dem Bus. Muss ich da noch näher an die Dings ran, um da die aus... Nö, das ist eigentlich egal. Da jetzt reinkommt. Also es muss eigentlich nur die Rampe ausgefahren sein und das reicht schon. Ah, geht jetzt, sehr gut. Weil das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn da zwischen Rampe und Bordstein hängen geblieben wäre. Wolltest du jetzt noch einsteigen oder steht sich da gut? Der Herr. Okay, 2. Jetzt habe ich natürlich mega Verspätung. So, mach mal die Tür, zweite Tür zu. Danke. Ach, die geht nicht zu wegen dem... Da steht jemand in der Tür. Ja, da kann ich es aber auch nicht ändern. Kann ich die jetzt gleich aus der Tür rausholen? Die stehen ja alle in der Tür bei mir. Gibt's doch nicht. Sag mal, kannst du jetzt gucken, ob die Rampe jetzt eingefahren ist? Ist die Rampe nicht mehr eingefahren, wenn die Tür geschlossen ist? Ja, ja, gut. So, der Herr. Ein oder raus? Mich verarschen oder was? Die stehen bei mir alle in der Tür. Ich schub sie jetzt hier raus. Selbst schuld. Das geht. Nee, ich lauf gut durch. Jetzt steht... Die stehen bei mir wirklich in der Tür. Sag mal, Kollege. Ja, danke. Muss ich dir das extra sagen? Ist das so schwer zu verstehen? Danke. Ist doch... Ey, das ist doch Menschenverstand, bitte. Nicht in der Tür stehen. So. 2, bitte. Ach, jetzt muss ich da die Tür... Dings raus. Jetzt geht's. Jetzt habe ich hoffentlich auch die Rampe eingefahren. Danke. Ja. Ich hätte jetzt kann ich auch Tür 1 zumachen, ne? Da steht, bei mir steht immer noch einer in der ersten Tür. Ich weiß nicht, ach, muss ich dir noch ein Ticket kaufen? Kann das sein? Kann sein. Ach, der will ein Ticket, ja, sagt das doch. Danke. Ich habe da jetzt keine Zeit für eure blöden Tickets. So, also. Tag, Standard, 1. Drucken. Dann wird ja auch noch was zurück, ich. So, jetzt. Dankeschön. Verspätung 1 Minute 50. Sehr gut. Tür zu. Blinker war hier. Und jetzt hoffentlich. Ach, jetzt muss ich P drücken. Jetzt aber. Und los geht's. Oh, hopp da. Hier ist Stau. Ach, hier gibt's sogar eine Autobahn. Ja. Aber da fahre ich nicht rüber. Ich glaube, ich fahre das nebenher. Schlagloch erwischt. Ja, komm, wir Schlaglöcher. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich bin. Na gut, jetzt bin ich wieder 3 Minuten vor. Oder was? Oh! Fuck! Ja, das war interessant. Der hat fast richtig geknallt gerade. Den habe ich zu spät wahrgenommen. Meinen Adleraugen. Ja, gut. Also, wenn ich hatte echt nicht gerechnet, dass einer kommt. Zieh durch, aber was sehe ich da was von links? Oh, scheiße. Hä? Ah, okay, danach fährt man halt zur nächsten Station. Okay, nee, man kann auch beenden, aber ich fahre einfach mal zur nächsten Haltestelle. So, ich stehe jetzt hier noch im Stau auf der Autobahnausfahrt. Und in der Autobahnausfahrt. Ich weiß nicht schon, dass du die letzte Halt. Bist du schon durch mit deiner Strecke? Ich bin schon prinzipiell durch. Ich fahre einfach mal. Also man kann jetzt prinzipiell beenden, wann man will. Deswegen gucke ich jetzt einfach nochmal. Also man kann halt, man hat die Möglichkeit zu beenden oder zum Depot zu fahren, also zur Garage zu fahren. Und ich fahre jetzt einfach mal so lange zur Garage, bis du durch bist oder so. Ja, ich bin auch ganz durch, denke ich, weiß ich nicht. Ist auch ein interessantes Viertel, wie das hier angeordnet ist. Die ist eingeschlafen, ja, wo sind dann rausgemusst. Soll ich dann nochmal vorbeifahren? Für eine nette Dame mache ich doch alles. So. Ah ja. Ohne Hintergedanken, ich bitte euch. Ja, betont auf Hintergedanken. Körperlich, beeinträchtigt, wir brauchen eine Rampe. Ja, kommt doch gleich. Wartet eine Sekunde. So, ich bin sogar noch pünktlich. Ach nee, ich muss die Tür zumachen. Dann die Rampe ausfahren. Ach, jetzt steht er schon wieder hinten in der Tür. Ja, ja, jetzt warte mal was kurz. Was ich ja auch drin. Liebe, ne? Die Ampel ist grün, die Autos stehen. Ja, bei mir aber auch gerade. Den habe ich dann schön weggedrückt. Schön die Laterne fahren lassen. So. Das war aber vorhin echt nicht so absichtlich, wie es aussah. So. Aber das liegt scheinbar auch nur daran, weil... Kann, wenn die Feststellbremse aktiviert, die hat sich blöde Feststellbremse anschalten. Ist doch nicht... So. Ist das jetzt ausgefahren, das blöde Mistvieh? Danke.
dann kann er auch raus, ne? Klick ich mal. Und dann wieder zumachen und jetzt kommen wir mal dazu, dass hier die Leute auch was kriegen. Tagtyp Student 1. Tag Student 1 drucken. 5,40 Euro. 4 Euro, ja, ja, steht auch da drunter. Für die ganz Blöden. Oh. Ach, lange spielen geht. Das restliche Leben wird überbewertet, zocken geht. Oh Gott. So, okay. Kann ich jetzt 8 EP? Ach du heilige Scheiße! Hier soll ich rum? Was machst du denn da? Hab ich. Auch hier muss ich bremsen. Oh. Hier im Vorfahrt tatsächlich. Warum haben die Vorfahrt die Säcke? Warum steht er? Wenn er steht, fahre ich. Sein Problem. So. Ich weiß gar nicht, ob ich die Vorfahrt habe, aber ich ziehe einfach durch. Ich habe jetzt keine Zeit. Okay. Er biegt ab, also fahre ich. Scheiß drauf. Oh! Okay, das war rot. Aber zu schnell. Ich bin jetzt auch an der Endstation. So. Sehr gut, ich bin sogar pünktlich an der Endstation angekommen. Ja, perfekt. Aber die Animationen sind cool, dass die so aufstehen und aus. Mach's gut. Hopp, das war eine rote Ampel. So. War die Folge beenden oder soll ich jetzt noch irgendwo hinfahren? Ja, wir können jetzt einfach auf Numpad End drücken. Ach, Numpad End, genau. Wir können einfach auf Ende drücken und dann beenden wir die Tour. Wo kann man denn auf Ende drücken? Ja, auf der End. Ach, auf End. Ah, okay. Da drücke ich mal auf End. Okay. Mal gucken, was passiert. Ja, nix. Ach, jetzt bin beendet. Ich wieder zurück im Menü. Genau. Okay, gut. Sehr gut. Ja, das war unsere erste kleine Tour. Schreibt mal in die Kommentare. Ich denke mal, wir nehmen jetzt vielleicht noch so ein, zwei Folgen auf vom Spiel. Und dann gucken wir mal, was ihr so dazu sagt, ob ihr das gut findet. Und vielleicht gucken wir dann, ob er TSW besser findet oder vielleicht noch was anderes. Schreibt das einfach mal rein, würde uns interessieren. Und ja, dann sehen wir uns nächste Folge wieder beim Profibusfahrer. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.